Und an vielen Orten ragen zwar die Kirchtürme gen Himmel, aber die Speise, die dann vor Ort gereicht wird, ist nicht mal mehr dünne Suppe, sondern Stein, wenn nicht sogar giftige Brühe. Das Gericht Gottes vollzieht sich häufig ja gerade so, dass der Mensch nun auch das nach Gottes Willen wird, was er durch seine Gottlosigkeit und Eigenmächtigkeit gegen Gottes Willen schon geworden ist. Das heißt, wenn der Mensch sich über eine gewisse Zeit, und das ist eine ganz ernste Mahnung, sowohl an uns als Gemeinde wie auch an jeden Einzelnen von uns, wenn sich der Mensch eine gewisse Zeit den erzieherischen Mahnen des Herrn widersetzt und einfach nicht hören will und auf eigenmächtigen, fleischlichen Wegen bleibt, dann gibt der Herr den Menschen oder ein Volk irgendwann in sein eigenes ungöttliches Wesen dahin. Gott kämpft dann irgendwann gegen den Zerfall nicht mehr an, sondern lässt laufen. Er sagt, gut, wenn du so sein willst, dann sei es so. Verweis dazu zur Vertiefung, für den es interessiert, auf die Orientierung 44, Predigt zum Teil des Vaterunsers und führe uns nicht in Versuchung. Das liegt ganz nah bei dieser Linie. Der Herr selbst fördert und bestärkt dann auf dem falschen Weg des Verderbens. Und es ist deshalb für ein Volk, für eine christliche Gemeinde und für jeden von uns ganz persönlich von allergrößter Wichtigkeit, dass wir es so weit nicht kommen lassen. Dass wir nicht gegen Gottes Werk an uns rebellieren, sondern uns in seine Willen und in seine Wege fügen. Auch wenn sie uns schwer, steil und steinig erscheinen mögen. Sie dienen, wie wir schon gehört haben, immer zum Besten. Was für ein Trost auch im Blick auf die steinigen Monate und schweren Kämpfe, die hinter uns liegen. Und so malt der Herr seinem Volk Israel vor Augen, das alles habe ich für dich getan. Und dann ruft er das Volk selbst zum Zeugen und zum Richter auf und sagt, Verse 3 und 4, nun Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg, was war an meinem Weinberg noch zu tun, und ich hätte es nicht an ihm getan. Ja, liebe Geschwister, wir dürfen auch vor Gott ehrlich hintreten, prüfen und Fragen stellen. Das verwehrt uns der Herr nicht. Wir dürfen ganz ehrlich und wahrhaftig mit ihm umgehen, mit allem, was uns bewegt. Aber dann eben auch realistisch die Fakten zur Kenntnis nehmen. Und eine realistische Bestandsaufnahme der Fakten führt zur Erkenntnis, der Herr hat es in der Fürsorge für sein Volk definitiv an nichts fehlen lassen. Alle Voraussetzungen, dass allerbeste Trauben wachsen können, sind erfüllt. Und liebe Geschwister, wir können es doch als Weinberg Gottes auch im Neuen Bund heute wohl kaum weniger bestätigen, auch hier als Gemeinde in der Eichenau. Hat Gott uns nicht auch an einen fetten Ort gesetzt? Wie gesagt, Land des Wirtschaftswunders, was haben wir für Vorzüge genossen in den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg? Und Gott hat ja nicht nur materiell gut für uns gesorgt, er hat uns auch geistlich überreich versorgt. Die Boten des Evangeliums haben das alte Heidentum, die Steine und Wurzelknochen des Aberglaubens entfernt. Angst und Unsicherheit des Heidentums wurden ausgeräumt, denn zum Heidentum gehört ja immer beides. Die Angst vor den bösen Geistern, die dürfen ja nicht mal einen Baum fällen, ohne vorher die Geister beschworen zu haben. Am schlimmsten aber die Unsicherheit, denn das Heidentum kennt keine Heilsgewissheit. Allein der christliche Glaube weiß von der Gewissheit des Heils in Jesus. Und was muss das für eine Angst sein, für einen Menschen bis zum letzten Augenblick nicht zu wissen, ob es für ihn gereicht hat in die Herrlichkeit oder ob am Schluss der ewige Richter doch sagt, es bleibt noch ein Minus übrig. Pech gehabt. Und wir dürfen Heilsgewissheit haben, liebe Geschwister. Und wir sind das Land der Reformation.
Wir haben seit 500 Jahren die Bibel in unserer eigenen Sprache. Und wie viele Wellen der Erweckung gingen durch unser Land? In manchen Landstrichen mehr, in manchen weniger. Seit Jahrhunderten haben wir die Verkündigung des Evangeliums, dass der Sünder ganz aus Gnade von Gott angenommen wird, weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Wir brauchen es nur anzunehmen. Wie viele Menschen auf dieser Welt haben das nie gehört? Wir haben es gehört, wir dürfen es wissen. Und wir müssen ja nach dieser Gnade genau genommen nicht einmal suchen. Das Evangelium wurde vielen von uns von klein auf hinterhergetragen. Wir sind in christlichen Familien, im christlichen Umfeld groß geworden, haben doch manche zumindest einen halbwegs ordentlichen Religionsunterricht, vielleicht Konfirmandenunterricht, biblischen Unterricht, vieles andere mitgemacht. Einigen wurde es liebevoll eingeflößt, anderen vielleicht etwas ruppiger und ungeschickter eingebläut, aber beinahe jedem von uns wurde es doch auf die eine oder andere Weise nahegebracht. Und immer noch kann jeder eine Bibel haben, kann sie ungestraft in unserem Land lesen. Wenn man so will, leben wir geistlich wie die Made im Speck. Und wenn einer nicht satt wird, dann nur deshalb, weil er nicht zugreift und isst. Ich weiß, dass diese Zustandsbeschreibung vor allem für die Zeit bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gegolten hat und da auch bis dahin nicht in allen Teilen unseres Landes gleichermaßen. Und an vielen Orten ragen zwar die Kirchtürme gen Himmel, aber die Speise, die dann vor Ort gereicht wird, ist nicht mal mehr dünne Suppe, sondern Stein, wenn nicht sogar giftige Brühe. Dennoch müssen wir sagen, bei aller geistlichen Not in der sogenannten Christenheit und in unserem Volk, wir haben immer noch alles, was wir brauchen, um die Gnade Gottes zu erkennen, zu ergreifen und in ihr zu leben. Allerdings erleben wir, wie der allmächtige Gott aufgrund des Abfalls der Christenheit und des Unglaubens unseres Volkes und der Herrschenden immer mehr seine schützende Hand von unserem Volk abzieht. Das müssen wir an dieser Stelle auch ganz realistisch feststellen. Noch können wir zumindest theoretisch frei reden. Aber wir wissen seit Jahren, gewinnt das alte Sprichwort auch in unserem Land immer mehr an Realität. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Wer nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt, noch am besten mit juristischer Beratung, sondern einfach frei und offen sagt, was vor wenigen Jahren noch allgemeine anerkannte Lebensweisheit war, in unserer Gesellschaft, Grundlinien und Grundordnung, der gilt ja zunehmend als Nazi und Staatsfeind, dem drohen Einstufungen vom Verfassungsschutz und Schikanen aller Art. Wir sehen damit, und man könnte viele weitere Beispiele nennen, die ich nicht ausführen muss, dass der Wachturm weitgehend niedergerissen ist, um in diesem Bild des Weinberglieds zu bleiben. Und die schützende Mauer Breschen bekommen hat, wurden hineingeschlagen. Das Dornengestrüpp ist längst meterhoch gewachsen und nur noch vereinzelt kämpft in diesem ungeistlichen Verhau ein veredelter Weinstock ums Überleben und darum, mitten in diesem Chaos noch Frucht zu bringen. Es ist auch über unserem Volk und Vaterland das eingetreten, was der Herr ab Vers 5 seinem Volk Israel angekündigt hat. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Gott sei Dank dürfen wir sagen, noch tröpfelt's hier und da, da und dort. Also die ganze Dürre, die zu Zeiten des Elia 3,5 Jahre in Israel geherrscht hat, die haben wir erfreulicherweise noch nicht, auch wenn eine weitgehende Dürre eingetreten ist. Ja, liebe Geschwister, soweit ich die Dinge wahrnehme, beschreiben diese Worte ziemlich genau das, was seit Jahren auch mit unserem Land zunehmend geschieht.
Jetzt wollen wir darüber aber nicht klagen, das würde die Not auch nicht wenden. Wir wollen aber beten, dass der Herr, wenn möglich, noch einmal eine Wende zum Besseren schenkt, auch in unserem Volk und Vaterland. Wieder eine neue Hinkehr zu ihm, auch bei den Verantwortlichen in Politik, Justiz, Exekutive, Medien und Kirchen. Ob das allerdings geschehen wird, angesichts der greifbaren Verstockung und eines erschreckenden Willens zum Bösen, ist nicht ohne weiteres zu erwarten. Stellt sich für uns als christliche Gemeinde und ganz persönlich für uns als Jesus-Nachfolger die Frage, was ist unsere Position und Aufgabe in diesem einst so herrlich geschaffenen, angelegten und mittlerweile der Verwüstung preisgegebenen Weinberg? Ein Weinberg, der einst in Toplage bepflanzt, mit Edelreben versehen, dessen Wachturm aber verfallen, in dessen Mauern Breschen geschlagen wurde. In diesem Niedergang müssen wir natürlich realistisch sehen, nehmen die Bedrohungen auch für jeden einzelnen Weinstock zu. Das ist gar keine Frage. Wir leben ja mitten in der Wirklichkeit dieser Welt. Allerdings müssen wir sehen, derart bedrohte Situationen gab es für die Gemeinde in den vergangenen 2 Jahrtausenden vielfach und waren weltweit wahrscheinlich immer sogar die Regel. Wir im sogenannten christlichen Abendland waren verwöhnt und hatten es vergleichsweise komfortabel und müssen uns jetzt umstellen, denn nun holt uns auch die endzeitliche Wirklichkeit ein. Aber, liebe Geschwister, auch in dieser Wirklichkeit gilt, wir sind in Gottes Hand. Mag der Wachturm niedergerissen und die Mauer durchbrochen sein, für jeden, der zu Jesus gehört, gilt unvermindert weiter, von allen Seiten umgibst du mich, o Herr, und hältst deine Hand über mir. Wir haben nicht mehr die Mauer um unser ganzes Volk und Land, wie wir es im Bild gesprochen einmal über Jahre und Jahrzehnte haben durften. Wir haben nicht mehr den Wachturm, den Schutz. Wir sind immer mehr auf das direkte und unmittelbare Vertrauen auf unseren himmlischen Vater angewiesen. In immer widriger werdenden äußeren Umständen. Aber auch in diesen Umständen, die immer bedrohlicher werden, werden wir aus seiner Kraft gute Früchte bringen, liebe Geschwister. Solange wir hier sind und der Herr mit uns, wird nichts und niemand uns daran hindern können. Denn auch wenn die äußere Mauer ums Ganze weg ist, der Herr ist um uns herum immer noch Mauer, Schutz und Schild bis zum Tag der Entrückung. Und er ist mit seiner Kraft und mit seinem Segen gegenwärtig in unserer Gemeinde, im Leben eines jeden Einzelnen. In seiner Kraft wird unsere Gemeinde deshalb auch weiterhin ein Weinberg Gottes sein, an dem der Herr seine Freude hat und über den er weiter segnend und bewahrend seine Hand hält, wenn wir in Treue auf seinen Wegen bleiben. Und dazu schenke er seinen Heiligen Geist die Kraft und die Gnade. Amen.